Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Factorio Let's Play ModMesh. Beim letzten Mal haben wir den Kunststoff an den Start gebracht. Dieses Mal werden wir versuchen, die roten Chips zu produzieren, was in dem Mod ModMesh etwas umständlicher ist als normal. Ob wir es schaffen, seht ihr im Anschluss. Das läuft rein, Plastik kommt raus. Ist alle, Flüssiggas wird alle, ob so sein soll, weiß ich gerade nicht, aber im Moment ist es so und das ist gut. Ach ja, mein Akku will nicht mehr, auch nicht schlimm. Ich habe auch schon Akkus vollkommen überbewertet. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Arbeiten alle schön wunderbar. Ich immer fast behaupten, das muss hier noch einmal drüben. So, dann machen wir das mit Rohren. Und ganz normal angeschlossen. Wenn dann alles geliefert ist, dann arbeitet das hier auch ordentlich weiter. So ist es. Holz liegt an. Montagefabriken. Keine da. War denn da oben in den Kisten oder hat er nicht nachproduziert? Ich irgendwo was versaut? Guck ich gleich mal. Erstmal schnell noch die zwei, drei Montagemaschinen, damit das hier weiterlaufen kann. Okay, das haben wir und das auch. Das läuft. Jetzt muss ich wieder gucken, der weiß wieder nicht, was Kohle ist. Ich weiß es aber auch nicht. So, läuft und läuft und, jetzt vergessen habe zu erwähnen, läuft. So, hallo. An alle die, die sich frisch eingeschaltet haben oder neu dazugekommen sind. Wir spielen den Mod ModMesh, wie es auch in der Beschreibung steht. Er
ist ziemlich umfangreich, macht alles ein bisschen anders. Ich spiele ohne Ressourcen, also nur ganz minimale kleine Ressourcenfelder. Es wird alles umgewandelt und anders hergestellt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach rein, ich beantworte es gern. So, Plast steht an oder Kunststoff. Zumindest haben wir einen Strang schon mal dran. Gut. Chips, dann könnten wir jetzt ja theoretisch zu den roten wechseln. Signalkabel, das haben wir, das haben wir. Jo, warum nicht? Dann nehmen wir jetzt quasi den Aufbau. Von hier oben, nur dass wir einmal Plastik mit dazu brauchen. Genau. Und dann sollten das fertige grüne, nein, rote bin ich doch schon wieder voreilig. Das werden grüne. Und die grünen brauchen wir für die roten. Jetzt kurz nochmal nachgedacht. Die grünen brauchen wir, die Circuits brauchen wir auch nochmal, das Signalkabel brauchen wir auch nochmal. Ja. Also noch anders. Dann nehmen wir uns das hier oben jetzt einmal raus, mit inklusive Grün, als Auswurf. Wobei, nö. Oder? Ach doch, wir bauen das nochmal unten dran, Platz haben wir genug. Fangen wir hier unten an. So. So. Produzieren wir grüne Chips. Das heißt, wir benötigen Kupfer hier drüben. Okay. Das müsste ja problemlos gehen. Einmal. Zweimal. Und ich habe die unterirdischen Fließbänder immer noch nicht. Warum kriege ich eigentlich keine Meldung, sobald sich ein Zuschauer einschaltet? Das täte mich doch auch mal interessieren. Auflösung? Nein. Aufnahme nicht, Audio nicht, Kurzbefehle nicht. Nö, das ist alles falsch. Ich möchte gerne wissen, wenn jemand mir zuschaut. Lass mal zwei überraschen. So, wieso werden die Montagemaschinen hier nicht eingesetzt? Was fehlt ihm denn hier oben? Doch alles da. Ach so, es läuft gerade erst wieder voll. Ja, natürlich. Recht hat er ja. Machen wir das mal anders und sagen,
Er soll nur dann laufen, wenn Montagen erschienen. Größe 10. Und dann haben wir noch welche, die in meinem Bau mit da sind. So, also wir brauchen die Grünen. Die legen wir unten auf. Und wir brauchen theoretisch auch Schwarze. Nehmen wir doch. Dann brauchen wir doch eigentlich den Teil nicht. Jetzt denke ich doch schon wieder viel zu umständlich, glaube ich. So, wir waren kurz 5. Hier ist aber wieder 3. Auch nicht verkehrt. Bam, 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 bam. Nochmal, wir brauchen rote. Rote Signalkabel machen wir da raus. Die grünen stellen wir gerade hier, die schwarzen. Packen wir gleich mit dazu. Und wir brauchen hier nur je einen, ne? Genau. Natürlich nicht mehr drauf. Okay. Machen wir das jetzt anders. Dann kopieren wir das hier nochmal. So. Das spiegeln wir jetzt einfach nur. Und setzen es von unten. Müsste doch theoretisch passen. Das heißt, wir benötigen wieder Kupfer für hier. 1, 2, 3. Hier einen da. Das sind die 4. Das ist der Plastikstrang, der von unten kommt. Und der zweite. Was mache ich denn hier? Was für ein Schwachsinn. So, der noch hier. Naja, manchmal kommt man auf dumme Ideen. Aber egal, was soll's. Auch das ist nicht das Problem. So. Und hier oben kommt dann noch Glas. Genauso wie da. Oh, so viel brauchen wir doch da gar nicht, oder? Doch, 2 Glas. Okay. Glas haben wir hier. Einmal hier, einmal da. Okay. Einmal dort und einmal dort. Das Glas ist leicht, das Glas ist nicht leicht. Findet sich auch eine Lösung. Also brauchen wir nochmal
unterirdische Fließbänder. Machen wir hier eine Lücke rein. So, und das gleiche hier drüben, auch eine Lücke rein. Das ist ein Schwachsinn. Müssen wir natürlich doppelt machen. Denn sonst macht das hier keinen. So, die Tür rüber rein. Da lang. Da lang. Dann haben wir den. Immer hier, immer da. Sehr schön. Und dort raus und dort raus. Nee, raus habe ich doch gesagt. Dass die immer andersrum wollen, als sie sollen, das verstehe ich nicht. So, und jetzt müsst ihr eigentlich bei beiden Glas ankommen. Aber jetzt. Der wird nicht benötigt. Und Rot kommt von hier. Und das kommt von da. Okay, zack. Und? Achso, ja. Natürlich. Auch du brauchst ja Kupfer, denn ohne Kupfer läuft nichts. Genau, Kupfer da rein, das da rein, schwarze da rein. Sehr schön. Den ziehen wir jetzt runter. So, was brauchen wir noch? Rote Fließbänder, sag ich schon. Die erweiterten Schaltkreise, die roten, brauchen wir also. Jetzt haben wir schwarz, wir haben grün. Kunststoff kommt und noch einmal rote Signalkabel. Produktion. Ja, es ist schon ein anderes Kaliber, das stimmt. Ist schon komplett anders. So, Kunststoff kommt von hier. Rote Signalkabel produzieren wir gleich nochmal, weil wir haben ja alles hier. So.
Das ist gut. So, da haben wir alles zusammen, was wir brauchen. Fantastisch. Also noch ein Maschinchen drunter. So, ab hier gibt's alles. Machen wir gleich mal zwei. Strom da, Strom dort. Einmal greifen, zweimal greifen, einmal greifen, zweimal greifen. Und ablegen. Du legst kurz ab und der andere legt lang ab. So, dann haben wir es doch schon. Ja. So finde ich das schon mal hübsch. Und du musst jetzt nur noch wissen, dass du Rot herstellst. Rote Chips. Einwandfrei. So, du greifst lang. Und du greifst auch lang. Ihr greift kurz. Ja, irgendwas stimmt nicht. Du legst doch das Falsche hin. Wer soll doch von da nehmen? Ach Mensch. So ist besser. Na, jetzt bin ich gespannt. Haben wir das Ganze nochmal hier drin? Ich sage, sicher ist sicher. Und lieber man hat, als man hätte. Die schwarzen sind ausreichend, die grünen sind auch ausreichend. Sehr schön. Ja, dann nehmen wir doch nochmal das Ganze drin. Weltbalancer oben drauf und zack. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen da, ein Abo wäre noch besser. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss.